das immer, merkt es euch Spieler, wer ist noch alles an? Ja, eigentlich alle so ziemlich, ne? Ja, alle nehmen noch auf, denke ich mal. Wie Schein kann das? Ich mir die nicht die Tabliste, das heißt ja Minecraft, aber wie kann man sich die Spielerliste angucken? Du drückst N? E. Du drückst N? Ah, okay, ja, da sieht man das. Auf E okay. Auch? Überall. Ja, auf M und dann auf Spieler. Okay, na okay, ich dachte, es gibt noch irgendwie so eine Taste, wo man das wie in Minecraft sehen kann. So, einfach ja, das so. Also bei Tab geht das nicht, aber bei Minecraft ist das ja mit Tab, ne? Genau, dass es so eine Funktion gäbe, aber die gibt's ja nicht hier, anscheinend. Macht ihr denn irgendwas Spezielles in Minecraft? Ach, Philipp, du auch? Was? Okay. Zatani und ich, wir sind eigentlich so PvP-mäßig unterwegs, ne? Genau. Wäre ja mal cool, wenn man mit euch mal was aufnehmen könnte. Ja klar, gerne. Okay. Survival Games oder sowas ist immer dabei. Oder findet ihr uns eigentlich 24 Stunden am Tag auf Funville? Okay. Weil wir da YouTuber-Rang haben. Echt? Ja, durch Thunder. Thundermander, cool. Da dürfen wir ja auch immer in den Stream jetzt rein, hat er gestern nochmal betont extra. Das werden wir uns auch nicht entgehen lassen, auch wenn er mal alte spielt. Bin ja auch mal ja, rein. Dann machen wir gerne mit, also das wäre echt cool, wenn ihr... Ja, klar. Wir können ja generell hier jetzt häufiger so... Ist mir erstmal Nachtsicht. Ja, wir sind ja jetzt eh eine Gruppe, also wir sind ja jetzt als Gruppe hier, das heißt auch, wir nehmen auch meist auf, oder? Also, soweit ich weiß, wird es einen speziellen Aufnahmetag geben, damit hier halt auch mal was auf dem Server los ist. Wo dann auch alle YouTuber da sein sollen. Und dann werden Zeit wir... Haben, ne? Ja, genau. Es ist dann nicht so schlimm, wenn man mal nicht da ist, oder? Ja, genau, denke ich. Nee, denke ich mal nicht. Aber wäre halt cool, wenn ihr dann auch da seid, damit wir als Gruppe aufnehmen können. Ja, ist halt auf jeden Fall auch mega viel Spaß. Also, wirklich. Ja. Nein, da war eine Mauer! Oh Gott! Ja, guck mal, wir haben uns geflogen. Habt ihr eigentlich irgendeine Idee, wie wir uns nennen könnten? Das ist echt eine gute Frage. Als Gang? Schreib's doch in die Kommentare. Genau. Ja. So, da ich ja eh nur mitfahre, guck ich mir jetzt mal eure Kanäle an, weil wie gesagt, wir kennen uns ja erst seit gerade eben so wirklich. Ja, seit. Bei Zatani war ich schon drauf. Ist ja ein bisschen schön. Sag bei mal, mir kommen sogar Videos mit Qualität. Also wie lange hast du für deine 1100 Abos gebraucht? User joined your channel. Hallöchen, Leute. Hallo. Hallöchen. Ich hab mal ganz kurz jetzt Out of Papyrus hier, und zwar, ich weiß nicht, wer es immer wieder macht. Ich weiß nicht, wer es immer macht, aber Kavala Mark, das wird irgendwie ständig überfallen. Das ist safe so, ne? Da darf überfallen werden. Ich hab keine Ahnung, wer es ist. Wir nicht. Wir sind am Salzfahren. Leute, ich habe jetzt irgendwie recht viel gelbe Blinken bei meinem Auto. Okay, Moment. Bleib mal stehen. Ich treffe mir mal eben. Ich hab einmal dieses F-U-E-L. Ja, hast du Werkzeug oder? Nee, hab ich nicht. Ja, ich hol. Steig ein, Christian, fast. Ja, okay, Moment. Also, ich hab auch noch Werkzeug, zu euch fahren? Ne? Also. Ja, ich repariere ihn, ich hab ja eh nichts zu tun, so. Ja, wir kommen zu dir. Fahr bloß nicht weiter, gleich krass du irgendwo gegen und dann bam. Okay. Also, merk dir eins, wenn du irgendwo gegenfährst und automatisch aus deinem Fahrzeug aussteigst, lauf weg, weil dann explodiert es. Okay. Fahr jetzt aber bitte nicht weiter, weil sonst fährst du mich gleich noch um oder so. Das wäre auch ein GAU. Hattet ihr auch gerade kurz eine rote Kette? Ja. Ja, das kommt manchmal vor. Eine rote Kette? Jo. Was ist das denn? Dann ist die Verbindung schlecht. Genau. Ach so, es gibt noch eine orange und eine... Das unten rechts. Sonst keine. Ah, okay, ich dachte, das hätte was mit meinem Auto zu tun. Nee, das ist Verbindung. Oh Gott, das steht gerade. Bei deinem Auto siehst du immer alles oben links. Ja, ich glaube, das ist eh irgendwie nicht so richtig mit den Ketten als. Ja, glaube ich auch nicht. Okay, weiter geht's. Kannst weiterfahren. Okay. Also wirklich, mit dem Nachtsichtgerät, man sieht die Mauer ja sehr, sehr schlecht, ne? Ja, am besten immer Rechtsklick Zoom, dann siehst du besser. Vor allen Dingen auch, wenn du schnelle Fahrzeuge fährst und dann auf einer Straße oder so. Und wenn du dann dabei zoomst, dann kommt dir das Regen alles langsamer vor. Der Regen macht's noch schwieriger. Ja, dann kannst du mit der Regen... Oh, aus! Oh, und steigen wir automatisch aus? Oh nein, der... Ich kann erstmal weg. Dann warte mal kurz. Hä, hey, was ist denn da jetzt schon wieder? Da ist ein Haus! Warum spielt das jetzt explodiert ist? Irgendwie weiß ich auch nicht. Welche Autos leben noch? Hä? Von Gaming Boogie und Zatani! Ja! Die Pros! Also wer traut sich bei mir mitzufahren? Bin ich schon mal lang gefahren. Wir sind beide tot, also... Ey, das Haus ist ja explodiert, wie geil ist das denn? Ja. Ich bin da schon aber was nicht so geil ist, ihr seid tot. Wollen wir euch in Sofia abholen? Atira hat. Atira, ja doch, Atira. Wir fahren von Atira aus einfach mal. Wollen wir mal zum Rebellenlager kurz und uns ein Heli holen oder so? Können wir auch machen. Oder zum Airfield besser, weil ich will jetzt erstmal als Civi zocken. Ja? Wo ist denn Atira? So.
Ja, oder? Gut, ja. Ja, und sonst fahrt erst, ihr müsst ja eh am Salzhändler vorbei, der ist ja da. Der Salzhändler ist, ganz oben da. Nee, das ist der Salzdings, Verarbeiter. Der Salzhändler ist direkt gegenüber von der Salzmine, also von dem weißen Feld, da steht Salzankauf. Da müsst ihr dann jetzt auch nochmal hin und den, da, euer Salz verkaufen. Zurückfahren? Ja, genau. Ist zum Salzhändler. Sehe ich da gar nicht. Doch, gegenüber von der Salzmine, von dem großen weißen Fleck, da ist so ein Salzankauf. Ja. Am Wasser dran. In dieser Bucht. Ach da, ja, hab's gesehen. Da müsst ihr Salzankauf? Ah, okay. Salzankauf. Oh, das ist ja mega weit, ne? Ja, es geht. 6 Kilometer. 6,2, ja. Sollen wir euer Zeug jetzt noch irgendwie mitnehmen? Könnt ihr doch nicht direkt vor mir stehen. Es ist alles explodiert, also da könnt ihr nichts machen. Da liegt noch so ein Koffer rum. Das passiert immer uns. Die Arma 3 alten Hasen von Arma 3 hier und dann fahren sie gegen ein Haus. Aber Alter, das war ja wirklich eine richtig miese Stelle, ey. Ja, ich fast reingeknallt. Konnte nicht bremsen, weil ich geflogen bin mit dem Ding. Ja, und dann ist da ein Haus, ey. Ich bin da schon mal lang gefahren, als Polizist, da bin ich mal mit dem Hunter übers Haus gesprungen. So richtig. Was ist denn da hinten für Licht, bitteschön? Ich weiß nicht. Ihr werdet bestimmt noch überfallen oder so. Das wäre jetzt der Hammer, ey. Da hätte man nichts geschafft. Wir verlieren einfach so alles. Ja, was machen wir jetzt, Chris? Wie sieht der Plan aus? Ja, wir fahren jetzt erstmal zum Außenposten. Ja, ist der überhaupt da unten? Außenposten? Oh oder? Nee, der ist ja da oben noch. Und Satani und wir machen jetzt ein Rennen, ne? Ja, dann fahren wir erstmal zum Flughafen. Ja, wollen wir uns erstmal ausrüsten? So? Ja, darum fahre ich halt jetzt zum Rucksack Flughafen. Und so. Nee, ich fliege jetzt zum fahre jetzt zum Flughafen. Ja. Dann lass du erstmal Rucksack und so. Zum Rebell. Ja, wollen wir uns beim Rebellen okay, können wir auch kein Rucksack und so kaufen. Also kein Werkzeug. Rüsten sitzt einfach. Nicht dann hier. Was? Die Arma 3 Pros sterben hier zuerst. Ja, das war voll mies, komm. Ja gut, das stimmt schon, aber ihr seid gestorben. Ja. Aber guck mal, die Minecraft PvP, ja, wir überleben einfach am längsten, ne? Das ja. Ist ja, ich ja, meine, unsere Defensiv-Taktik. Ja so. Und zweiter bei den Hardcore-Games. Achso, ja. Muss man ja auch nochmal betonen hier. Das dürfen wir doch noch gar nicht sagen. Doch, dürfen wir schon sagen, weil das erst am weiter rauskommt. Richtig. Genau, aber das Finale von der Folge kommt erst bei uns. Warte mal. Aber das hier kommt ja auch nicht alles Freitag. Ach, stimmt, okay. Aber müssen wir mal ausrechnen, ob das passt, ne? Vielleicht hast du jetzt gespoilert. Da habe ich halt gespoilert. Da war auch ein Baum gerade, den ich umgenietet habe. Mann! Guck mal, wer dir seitlich reinfährt. Guck mal, hier zwischen den beiden Bäumen durch. Dann Vollgas. Ja, das nee, ist ja wohl oder? Gut. Ja, doch. Ja, gerade gleich. Du, wenn du fährst, da. Wow. Ey, ich fahr gut. Pass vor allem auf Häuser auf. Oder Hasen. Ja, wer stellt Stein. Wer stellt denn da Hasen? Oh, was ist da oben? Da ist irgendeine Funkbase oder sowas. Wo? Links oben. Ich, warte mal, alt muss ich mal. Oh, geflogen! Oh, Auto kaputt. Guck, sag ich doch. Nein, schon wieder. Ja, aber nicht nur der Reifen explodiert. Nur der Reifen. Bei mir ist schon wieder was. Wir sind nicht mal aus der Stadt raus und ist Kack kaputt. Mein Ding ist noch komplett weiß. Ich sag bei doch, mir, ich bei so mir ist hier weiß. dieses bei mir ist dieses Mann. Ist es wichtig, wenn oder ist es schlimm, wenn dieses wenn der Ding weiß ist? Ja, dann weiß ich nicht, hast du was falsch gemacht. Wow, da war ein Stein. Bei mir leuchtet auch was, dieses F-U-E-L. Ja, der cool. Tank. Fuel. Ah, Fuel. Ich hab F-U-E-L gesagt. Ich hab's nicht ausgesprochen. Ja, Fuel. Ja, Fuel. Okay, Fuel. Ist das schlimm, wenn das blinkt? Bin ich nämlich leer. Weiß ich nicht. Da steht doch dann oben ist ein Truck kaputt. Und drunter ist doch so ein Balken, so weise. Genau. Soll ich den leer reparieren? So, ist das, ja, ist der noch machen. Ziemlich groß oder ziemlich klein, der Balken? Der ist riesig groß. Okay. Und weiß. Eigentlich müsste er schwarz sein. Was? Okay, ich repair mal gerade bei dir. Ist voll ungewohnt, dass das Reparieren so lang dauert, ey. Ja, bei uns geht das immer so ruckzuck. Zack, reparieren. Kommt alle auf unseren Server. Ey, ja. Schleichwerbung. Geht alle drauf. Ich schau ich da auch mal vorbei. Schon wieder kaputt. Ja. Ja, Satani, können wir ja mal zusammen zocken. Muss ich mir aber erstmal einen Führerschein wiederholen, nachdem ich jemanden überfahren habe. Genau. Also wirklich. Da erlebt man echt schon einen richtig geilen Scheiß hier in Alters Live. Ja. So übel. So, jetzt müsste alles repariert sein bei dir. Ja, süß, wie du da noch hingeguckt hast. Vollgas, also, du sollst dich nicht reichen. Wollen wir unser Geld dann abgeben? Oder was? Ach, so viel ist es doch gar nicht. Ja. Bin ich jetzt falsch gefahren? Ja,
Nein, ist richtig. Zatani, lass mal ein bisschen Straße fahren. Ja. Nee. Wo ist denn hier noch Straße? Ja, hier, komm jetzt, einfach. Okay. Links. Ja, ich weiß, wo es ist. Da, ja, genau. Den weg. Straße ist einfach am sichersten. Egal, hier ist geradeaus durch hier. Safi, okay. NPS Hunter wurde impounted. Ich glaube echt, dass die Polizisten hier noch nicht viel zu tun haben. Oh. Also, da meinte der Safi vorhin schon, Scheiße, dass Scheiße, ich muss hier raus. Was? Nein! Ich bin tot. Haha! Ich lebe als letztes, Junge! Das passiert so schnell, ne? Da war ein Stein. Ja, meine ich ja. Oh Mann! Oh, jetzt bin ich hier ganz alleine. Wie soll ich das hinkriegen? Nein, ey. Wir kommen mit Meli. Passt schon. Ja, wir holen euch gleich mit Neil. Spawnen in Atira. Okay. Dann fliegen wir gleich nochmal eine Salzrunde mit dem Heli. Soll ich auch in Atira spawnen? Ja, wir holen dich. Ich hol dich da. Fahren. Ja, lass du. Okay. Ja, dann können wir unser schönes Geld ja noch einmal ausgeben. Soll ich jeder ein Heli holen? Oder, also wir holen uns zwei Helis und dann oder machen wir was? Wollen wir uns einen Mohawk holen oder willst du einen Hummingbird? Weil der kostet 4,5 Mio. Aber wir haben noch genug, wir sind noch zu viert. Nee, ich hab nur 300.000 oder so. Ich hab kostet genug, Leute. 400... Ich hab 2,6 Millionen auf der Bank. Ja, ich hab 220.000 leider nur. Oh lol, wo hast du das geschafft aus dem Junge? Ich hab... Nee, ich hab das, weil ich ja... 999.000 oder mit fast 2 Millionen... Dann kaufe ich mir einen Orca. Wenn ich nichts überwiesen habe, habe ich 1 Million an ihn abgedrückt. Ja, dann kaufen wir uns einen Orca, genau. Ja, jeder ein. Ja, was ist das obwohl, denn? Ich kann mir keinen Orca kaufen. Ich kann aber auch keinen Heli, oder? Philipp, soweit ich weiß, passt in den Orca genauso viel rein wie in den Dings. Ich kann aber noch nicht fliegen. Das ist kein Problem, ja, das schaffst du. Ich kann fliegen zum Glück schon. Wollen wir lieber auf ein Dings zusammenschmeißen irgendwie? Also mit dem Hummingbird fliegen? Ja, also allerdings ein Hummingbird, was kostet der? 379.000 permanent, also kannst du mir Geld leihen. Nee, warte, ich kaufe. Achso. Oh, oder wollen wir Glück alle zusammen jetzt alle hier sterben, fliegen, das wäre so bitter. Damit wir eine kleine Runde haben. 379.500, glaube ich. 79.000. Warte, ich guck mal. 80.000 einfach. Ja, dann fliegen wir zusammen in einem Helikopter und ich meine, das geht ja relativ schnell. Ich kann es kaum glauben, ja, dass ich noch lebe. Wir kaufen uns zwei. Ja, aber ich habe nicht genug Geld. Ja, kann dir ja geben. Ja, okay. Oh scheiße, ich brauche eine Bank. Nimm mal lieber noch Geld mit für die Lizenz dann gleich. Genau. Okay, ich bin beim Salzhändler angekommen. Also ich bräuchte jetzt noch ungefähr 200.000, 210.000, damit ich mir einen kaufen kann. Warte, ja, ich gebe dir noch 83. Wo steht denn hier dieser Salzmensch? Ach, da ist er. Salzmensch. Ist er doch. Ja. Oh, danke. Aussteigen. Wie viel Geld nehme ich denn jetzt mal mit? 50.000? Ja, habe ich auch mit. Boah, aber ich weiß nicht, wie teuer die ist. Truck Invent. Was ist das? Ja, ich kauf zuerst. Ah, ich hab nicht die Lizenz. Oh nein! Ah. Okay, auf und nach Atira. Ja, ich hab 120.000 gemacht, ich Leute. Und was habt ihr? Fein. Nichts. Wir haben keinen Heli. Ja, erstaunst du. Ah, Mist. Okay, was soll ich jetzt machen? Also wohin? Atira. Wo ist das? Das ist so über diesem Airfield, also etwa. Über diese... Fluglandung. Ja, wo wir uns vorhin die Autos gekauft haben. Gott weiß ich, wo wir die Autos gekauft haben. Du siehst doch bestimmt das große Airfield, also das. Genau, ja, ja. Und da drüber ist die Stadt Atira. Was denn hier noch? Ah, ist da auch so ein Waffenladen? Ja. Drin? Nein. Okay, dann. Doch, in Atira ist ein Waffenladen. Echt? Ja. Wollen wir uns dann mal Waffen holen? Wenn wir gerade einmal schon hier sind. Okay, dann treffen wir uns da. Das sind nur 5 Kilometer bei mir. Nur. Mit meinem Auto-Dingens. Oder wir treffen uns beim Flughafen. Okay. Ja, wenn wir jetzt nach Atira fahren, können wir ihn ja noch mitnehmen. Oh, jetzt bin ich im Arsch. Scheiße. Ernsthaft? Ich kann gleich zu Fuß gehen, bei mir ist alles im Eimer. Ich bin abgehoben und dann voll auf der Schnauze gelandet. Okay. Ja, ich kann noch 10 km/h fahren. Ja, dann müssen wir dich gleich mit Heli abholen. Ist ja auch nicht so schlimm. Oder kann das passieren, dass jetzt explodiert das Ding, wenn ich weiterfahre? Ja, geh da mal lieber ein bisschen weg. Dein Dings hast du ja schon verkauft, oder? Dein Koks? Ja, ja. Koks, sag ich schon. Oh ja, hier illegal werden? Nee, das möchte ich jetzt echt nicht. Wir brauchen auch noch eine Rebellenlizenz, um Koks abzubauen. Nein. Doch. Das ist so... Echt? Ah nee, das war beim Banküberfall. Tut mir leid. So, ich gehe jetzt zu Fuß. Pff, fickt euch. Ey, keine Kraftausdrücke. Okay, Entschuldigung. Powerwörter. Powerwörter. Kraftverstärkungswörter. Nee, sonst Verstärkungswörter, wie so heißt. Powerausdrücke. Wo ist denn hier der DMV? Ja, da wo er immer ist, so Standard. Das ist ein allgemeines Zubehör, da gucke ich jetzt mal. Da gibt's zum Beispiel Sex
6 gegen 6. Da gibt's 6. Nein, ich hab das Wort da noch nicht gesetzt. 45.000, Alter. Jetzt, ich hab eine LKW-Lizenz gekauft, gerade damit.